So, wir sind hier in Dragonflight mal wieder. Das ist seit boah, 8 Wochen, glaube ich, die erste Aufnahme, die ich wieder mache. Ja, ich muss heute ein bisschen aufnehmen, weil in 3 Tagen startet Kataklysm und da will ich mich natürlich komplett reinhängen. Ich bin gerade eben ins Spiel reingegangen. Da ist irgendwie World of Warcraft Remix Mists of Pandaria. Erstellt einen Zeitläufer und erlebt eine wilde Wendung von Mists of Pandaria. Alle Quests, Szenarien, Dungeons und Schlachtzüge in Pandaria sind spielbar. Neue Gegenstände und Mechaniken, völlig neues Gegenstandssystem und einzigartige Zauberedelsteine eröffnen ein ganz neues Spielerlebnis. Einzigartige Belohnungen. Durch den Abschluss von Eventerfolgen werden neue Reittiere, Kampfhaustiere, Vorlagen und vieles mehr für den Account freigeschaltet. Da könnte ich jetzt hier auf Zeitläufer erstellen gehen. Ja, keine Ahnung. Also ich will das eigentlich gar nicht machen. Das war ja vor kurzem auch. Moment, ich gehe mal ins Spiel rein, weil die Musik hier, glaube ich, etwas zu laut ist. Es war jetzt auch dieses Plunderstorm. Das hat mir gar nicht gefallen. Also dieses Plunderstorm war einfach nur schrecklich. Und ich habe mit meinem Sohn da ein, zwei Runden gespielt. Das war's. Da habe ich gar nichts mehr gemacht. So, Wir benötigen erneut eure Hilfe, Champion. Eine geheimnisvolle Gestalt schleicht durch die Schatten. Die Vorbotin. Sprechen wir in der Kammer des Wächters. Ich habe Aleria gebeten, uns dort zu treffen. ah ja. Wir haben das letzte Mal hier in Baldracken aufgehört. Und ja, ich habe mir seitdem nichts mehr hier in Retail angeschaut. Wir werden heute uns ein bisschen in Baldracken umschauen. Hier oben war das Hearthstone-Turnier. Das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich will mal kurz gucken, was für Reitgeschwindigkeit haben wir. Ich glaube, mit dem Reittier sind wir schneller. Naja, ich nehme das. Wir schauen uns erstmal kurz hier oben um. Da geht's nicht rein. Also hier kommt man scheinbar auch nirgends rein. Also kommt man hier wirklich nur hoch. Moment. Was ist hier? Also kommt man hier wirklich nur mit dem Drachen hoch. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich hatte ja schon, wie wir es erstmal hier waren, habe ich ja schon überall nach so einem Ding geguckt. Nach so einem Aufzug zum Beispiel. Also, wir sind von hier gekommen. Da geht's ins Azurblaue Gebirge. Hier runter. Wir haben ja im Azurblauen Gebirge haben wir fertig gequestet. Ja, genau. Also bis auf optionale Quests. Gut, dann schauen wir uns einmal hier ein bisschen um. Wir haben hier die Bank. Okay, da haben wir, was ist das? Bankassistentin Ich habe viel Ausbildung. im Angebot. Bank, Bank, Bank. Da kommt man nicht rein, keine Ahnung. Markeneintausch, auch keine Die Ahnung. größte Auswahl überhaupt. Aspektzeichen der Belobigung. Ich habe keine Ahnung, was man da bekommt. Gut, Das war mir dann eine Ehre. hier. Ach, das ist, wenn man Schlachtzüge macht, Dungeons, PvP bekommt man ja hier verbesserte Belohnung. Große Schatzkammer, hier ist Gildentresor, wir sind in keiner Gilde. Hä? Geldschlacht, teilt euren Reichtum.
Ja, toll. Gut, ich würde einfach sagen, ich hau mal ein bisschen was aus der Tasche in die Bank rein, weil wir haben ja hier eh schon zu viel Zeug. Ich mache einfach mal ein bisschen was in die Bank, dass wir ein kleines bisschen mehr Platz bekommen. So, jetzt haben wir ein kleines bisschen mehr Platz. Wie gesagt, ich war jetzt auch wirklich die letzten 8 Wochen gar nicht hier im Spiel drin. Und ich möchte euch danken. Also, was ihr hier mit meinem Account momentan macht, keine Ahnung. Ich habe jetzt, ich zeige euch das mal kurz. Ich mache einmal eine, Moment, Bildschirmaufnahme. So, ich mache das hier einmal hier hin, mache einmal hier auf meinen Account. Alter, wenn ich mir hier die Watch-Zahlen anschaue. 31, 16, 19. Allein die erste Folge hier von Dragonfly, die hier 63. Was macht ihr denn? Ich bin nur ein ganz kleiner Kanal. Hier 112. Ich bin nur ein ganz kleiner Kanal mit irgendwas um die 520 Abonnenten. 77. Aber hier die erste Folge. Moment. Die müsste hier auf der Seite jetzt kommen. 432 Aufrufe. Was macht ihr denn bitte? Also ich finde es echt toll. Danke dafür. Aber ich bin nur ein ganz kleiner Kanal. Ich mache das, weil ich Spaß daran habe. Ja, nichtsdestotrotz habt ihr jetzt mir so gesehen. Dazu heute um 17 Uhr startet die erste Folge von Dragonflight. Auf jeden Fall schon mal. Aber das ist schon lang vorbei, wenn das Video hier rauskommt. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt hier auf meine Videos zum Beispiel geht, habe ich jetzt hier dieses Thanks. Dafür möchte ich, also ich möchte mich schon mal bei euch dafür bedanken. Ich habe jetzt so viel Watchtime, dass ich hier, also wie bei Twitch kann man hier Donations machen und ja, es ist kein Muss, aber ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr meinen Kanal wirklich so weit gebracht habt. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, vor allem ich habe vor 8 Jahren, glaube ich, 9 Jahren, ich weiß es jetzt nicht, habe ich angefangen mit Videos. Einfach nur, weil ich den Leuten zeigen wollte, wie viel Spaß mir das Ganze hier macht. Das möchte ich nicht. Und dadurch, dass jetzt mit Dragonflight so viele Leute noch dazugekommen sind, ich habe, glaube ich, jetzt allein während den Videos von Dragonflight habe ich um die 50 bis 100 Ruhmvorräte. Ach, das bekomme ich jetzt. Treff die wichtigen Versorger des Abkommens in Waldracken. Das können wir mal machen. Ja, dadurch, dass ihr halt meine Videos guckt, konnte ich so gesehen auch erst wirklich so weit kommen. Ich mache es zwar weiterhin, weil es mir Spaß macht. Und nicht unbedingt um Geld zu verdienen, aber ja, ihr seid einfach der Hammer. Danke dafür. So, wir sind hier irgendwie im Sitz der Aspekte. Ich glaube, wir waren schon mal da oben gewesen und hatten die eine Quest gemacht. Genau, hier oben waren wir schon mal. Hier oben können wir auch eine Menge Quests annehmen. Ich will erstmal wieder runter. Ich will jetzt erstmal gucken, was haben wir denn hier? Ausrichtung Waldracken. Ausrüstungslieferant. Lieferant für Drachenmanuskripte und Rüstung. Handelskoordination. Also, wir schauen uns mal hier so ein bisschen um, ne?
So, also Bank haben wir gefunden. Gibt es ja eigentlich auch ein Auktionshaus? Hier waren wir auch schon mal drin. Da haben wir oben diese komischen Tocken eingelöst. Ich biete euch meine Hilfe. Schmäh, um ein Geheimnis zu beginnen und gebt ihr Bescheid, wenn ihr es gelöst habt. Das können wir auch mal machen, aber nicht jetzt. Hier ist ein Gastwirt. Weggeworfene Notiz. Also wir nehmen hier jetzt keine Quests großartig an. Kochkunstlehrer. Also hier ist das Gasthaus. Hier kann man sein... Moment. Ja, ich habe meinen Ruhestein schon in den Wald tragen. Okay. Hier drüben gibt es noch eine Menge Quests. Oh, wer seid ihr? Sprecht mit dem und dem in Askara. Onara. Drachenschuppen-Basislage. Hier wird man wieder in die alten Gebiete zurückgeschickt, oder was? Flugstein, Flugstein, jeder muss entdeckt sein. 50 Flugsteine. Okay. So, was haben wir hier? Hier haben wir Auktionshaus. Genau. Gut, aber verkaufen will ich jetzt nichts. Hier ist irgendwas. Also ja, da müssen wir eh runter. Da drüben ist der Flugpunkt. Hier gibt es eine Menge Quests. Ich habe keine Ahnung, wie lang hier das Let's Play bei Dragonflight weitergeht. Während dann Cataclysm aktiv ist. Also mit The War Within werden wir auf jeden Fall weitermachen, aber ich weiß halt nicht, wie wir jetzt hier in Zuflucht des Gladiators, wie weit wir hier in Dragonflight noch weiterspielen. So, hier kann man Ehrenpunkte, Eroberungspunkte ausgeben, Gegenstandsaufwertung, Eroberungspunkte. Das ist scheinbar... ja, DPS-Puppen hier, wo man austesten kann, wie viel Schaden man macht. So, dann hier, ja, da müssen wir später gucken. Hier sind überall Berufslehrer, Bergbaulehrer, Schmiedekunst. Was haben wir hier? Schmiedekunstbedarf. Hör ich da klimpern? Kommt her, nur nicht zimpern. Okay, hier könnte man sich für Ruhm auch Sachen kaufen. Ihr seid mein liebster Kunde. Wir fliegen einmal kurz darüber. Gucken mal, was es hier gibt. Also ich glaube, ich mache einen Zweiteiler hier draus. Hier ist gar nichts. Ich glaube, ich mache einen Zweiteiler hier aus Waldracken. Weil Waldracken ist so unglaublich groß. Arcana Foliant. Oberster Bibliothekar. Archivar. Diese Welt ist okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. So, hier drüben. Ich muss auch gucken, wo wir überhaupt herkommen. Nicht, dass ich mich hier verlaufe. So, was gibt es hier? Führender Urzeitforscher. Flugsteinspenden. Erzählt mir mehr. Okay, Gegenstandsaufwertungen. Eine zufriedenstellende Vereinbarung. Hier kann man für Elementarüberfluss Sachen kaufen. Okay. Möget ihr finden, was ihr seht. Ja, wie gesagt, wir müssen uns erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Hallo? Wir gucken einmal da hinten. Was gibt's hier?
nix. Da ist nix, da ist eine Wache. Hier geht's noch irgendwie rein. Und mir wird die ganze Zeit angezeigt, dass weiter unten auch Quests sind. Ich reite mal hier durch. Das ist schon richtig genial aufgebaut hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der schönsten Hauptstädte, die sie bisher ins Spiel reingemacht haben. Hallo. Was macht ihr hier? So, hier gibt's nichts. Dann gucken wir einmal hier drüben. Okay. Was haben wir hier? Rubinfestmahl. Hier irgendein Koch. Okay, das war dann so gesehen. Was ist das? Alchemiebedarf. Ruhm allen Schwärmen. Okay. Ja, dann haben wir so gesehen die Seite von Waldraken schon mal angeschaut. Wir sind jetzt schon wieder bei kurz vor 17 Minuten. Wie gesagt, wir machen aus Waldraken auf jeden Fall zwei Teile, weil das ist hier unglaublich groß. Und deswegen machen wir dann morgen hier weiter.